Kameradinnen und Kameraden, heute sind es doch knapp 150 Leute geworden, die sich in Kassel versammelt haben. Als wir die Aktion geplant haben, haben wir nicht damit gerechnet. Nicht, weil wir daran gezweifelt haben, dass es richtig und wichtig ist, an diesem Tag auf die Straße zu gehen, sondern weil wir uns nicht sicher waren, ob sich so viele Menschen trauen werden, heute ihr Gesicht zu zeigen. Die Frage ist, ne, also aus dem Aufruf für die heutige Veranstaltung ergibt sich schon, weshalb wir hier sind. Wir haben uns hier versammelt, weil wir sagen, das, was nach dem Mord an Lübcke, ne, den keiner von uns gut heißt, aber realistisch auch nicht unser Problem ist, wir haben das Gefühl, dort wird gerade Recht gebrochen. Da wird gerade eine Art Maske errichtet, als ob es eine Art rechte Geheimarmee gibt, die offensichtlich nicht vorhanden ist. Es gibt nur Menschen, die sagen, wir sind mit dieser Politik nicht einverstanden. Von außen betrachtet könnte man fragen, wie trauen ihr Gesicht zu zeigen? Was soll euch denn passieren? Was uns passieren soll, also uns, die wir das den ganzen Tag lang machen, ist das eh ohnehin relativ egal, was uns passiert. Aber den Leuten, die noch ein normales Leben nebenbei führen, denen ist das vielleicht nicht egal. Nicht egal, wenn all die Leute, die uns heute hier filmen, nicht davon sprechen, dass wir von der Instrumentalisierung eines Mordes sprechen, sondern uns in einen Topf mit einem Mörder werfen wollen. Wer Objektivität in dieser Berichterstattung erwarten wird, der wird wahrscheinlich sehr lange suchen müssen. Haben wir aber auch nicht erwartet. Uns ging es darum, ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen zu setzen, dass die Menschen, die heute von Deutschland sprechen, längst nicht mehr so sind, dass sie feige irgendwo in Deckung gehen würden. Längst nicht mehr darüber nachdenken, ob morgen ihre Wohnungen wieder durchsucht werden könnten, weil es irgendeinem nicht passt, was wir sagen. Oder unsere Gruppen, unsere Parteien verboten werden. Den Zahn habt ihr hier euch längst gezogen. Glaubt ihr wirklich, irgendeiner von diesen Gegendemonstranten, irgendeiner von euch Pressevertretern, dass uns das auch nur eine Minute jucken würde? Was ihr auch heute noch schreibt? Gehen wir mal ganz kurz von dem Fall, der euch alle hier hingebracht hat, weg. Lasst uns über mich reden. Ich stand nämlich kürzlich auch in der Zeitung. Im Rahmen dieser Berichterstattung irgendwie über den Mord wird die rechtsextreme Szene in Anführungsstrichen ja auch nochmal ganz besonders aufmerksam durchsucht, aufmerksam beobachtet. Und so durfte ich aus Zeitungsmeldungen erfahren, dass man mich für eine Hochrisikoperson hält. Also, sprich, für einen terroristischen Gefährder. Oder sowas stand größer in der Zeitung, dass ich als einer der Hochrisikopersonen in NRW gelte. Also, als terroristischer Gefährder geführt werden von Ermittlungsbehörden. Ich bin aber nebenbei Bundesvorsitzender einer Partei. Ich mache seit über 25 Jahren nationale Politik. Immer am Mikro, mein Gesicht kennt quasi die halbe Welt, zumindest für die Leute, die sich dafür interessieren. Danke für die Blumen, aber davon mal abgesehen, ich frage mich, wenn das wirklich euer Ernst ist und es nicht nur darum geht, irgendwelche Schlagzeilen zu generieren, wie ihr als Medien es verantworten könnt, solchen Unsinn weiterzutragen. Mal ganz ernsthaft, ich weine der Lücke keine Träne nach, darüber müssen wir nicht reden. Und ich würde auch sonst keinen dieser bundesdeutschen Politiker auch nur eine Träne nachweinen. Ich glaube aber trotzdem, dass es nicht der richtige Weg ist, sie zu erschießen. Und schon gar nicht in persona. Schon alleine, weil ich seit über 20 Jahren versuche, nationale Argumente in Worte zu fassen und durch Demonstrationen und sonstige Aktionen an den Mann zu bringen. Dazu bin ich nebenbei mal gerade relativ frisch noch Bundesvorsitzender einer Partei geworden. Der durchschnittliche Terrorist wird also nach Ansicht der Sicherheitsbehörden erstmal Bundesvorsitzender einer Partei und entschließt sich dann, irgendetwas besonders Gefährliches für diesen Staat zu tun. Ja, ich würde alles Mögliche gegen diesen Staat tun. Da bin ich mir ganz sicher. Weil dieser Staat nun mal einfach für sich gut und richtig nicht mehr kennt. Und all die Dinge, für die man eigentlich einstehen müsste, längst irgendwo an den Rand gedrängt hat und nur noch mit billigen Argumenten versucht zu kaschieren, wohin man sich bewegt hat. Das beste Beispiel ist doch heute. Da wird einer aus dem mittleren Management dieser Staatsgeschichte irgendwie erschossen. Von einem offen
offensichtlich geistig verwirrten. Es ist mir egal. Ich kenne den Herrn Lübcke nicht. Er ist mir vollkommen egal. Ein Mensch von ich habe angeblich in jemand, der rechte Zähne gehört. Der gehörte offensichtlich. Unterbrechen Sie mich noch einmal, ist das Interview beendet. Nochmal. Der Mann hat offensichtlich, zumindest laut Aktenlage, seine Jugend irgendwann mal im nationalen Widerstand irgendwo verbracht. Was er in die letzten 10 Jahre gemacht hat, ist für uns vollkommen undurchschaubar. Und realistisch, es ist mir auch egal. Ich halte ihn für einen der Enttäuschten, für einen der Leute, die offensichtlich nicht mehr sehen, dass Politik in ihrem Sinne gemacht wird. Und warum er das gerade auf den Herrn Lübcke projiziert hat, der vielleicht auch ganz andere Seiten gehabt hat, kann ich nicht sagen. Sie sagen, der Enttäuschte, also wenn jemand enttäuscht ist, bringt er jemand anders um. Ich kann es doch nicht sagen, ich kenne den Mann halt nicht. Und das ist auch nicht mein Thema. Also das kann ich mir nämlich nicht erklären, dass er danach auf die Idee kommt, erstmal mit dem BKA sich einen Kaffeeplausch zu treffen, eine Aussage zu machen, die wieder über den Haufen wirft und dann sich zu denken, naja, gut, vielleicht komme ich aus der Sache ja ungeschoren aus. Der Mann, tut mir leid, welche Motive ihn auch immer betrieben haben, darüber will ich nicht urteilen. Sein Verhalten wirkt auf jeden Fall nicht sonderlich sortiert, nicht sonderlich geordnet. Aber auch das ist eigentlich gar nicht mein Thema. Mir geht es darum, dass in dieser Republik jeden Tag Unrecht passiert. Unrecht passiert, von dem niemand spricht. Ob es in Kassel ist, ob es in Dortmund ist, ob es in Hannover ist, ob es in München ist. Das, was sich in den letzten Jahren hier zusammengesammelt hat, das, was inzwischen einen Großteil dieser Republik auf den Straßen auch aufzumachen scheint, ist das Gesicht der Überfremdung von Menschen, die hier offensichtlich angekommen sind, um sich zu benehmen wie in ihrer Heimat. Das ist aber vielleicht gar nicht so kompatibel. Und damit möchte ich niemandem absprechen, dass er wirklich vor Krieg oder sonst irgendetwas liegt. Dafür habe ich durchaus Verständnis, solange es irgendwo einen Krieg gibt. Aber danach ist das wie jedem guten Besuch, dem man irgendwann mal Obdach gegeben hat, der geht wieder nach Hause. Und vor allem benimmt sich Besuch anständig und fällt nicht besonders dadurch auf, dass Menschen, die irgendwie zumindest zu dem Volk gehören, indem sie sich gerade versuchen, irgendwie unterzubringen. Dass man nicht versucht, diese Menschen anzugreifen, diese Menschen irgendwie zu schädigen. Ich halte das für eine komplett volksfeindliche Politik, die hier passiert. Niemand der Leute, die irgendwie im mittleren Management dieser Republik untergebracht sind oder im oberen Management dieser Republik untergebracht sind, hatten den Anstand, die Probleme beim Namen zu nennen, die sie selber geschaffen haben, durch die grenzenlose Einwanderung und durch die mangelnde Kontrolle, die dabei irgendwie offensichtlich zum Konzept gehört hat. Ich hetze nicht gegen Leute, sondern ich benenne Probleme. Ich habe eben auch gesagt, dass generell wir niemandem, der gerade vor einem Krieg fliegt, das Gastrecht untersagt gehört. Aber wie das mit guten Gästen ist, die gehen, nachdem das Problem sich gelöst hat, auch wieder nach Hause. Und vor allem, wie das so ist, wenn Sie jemanden nach Hause einladen würden, gehen Sie davon aus, der benimmt sich anständig. Benimmt er sich nicht anständig, geht er. Und das sofort. Ich bin mir sicher, wenn jemand auf Ihrem Sofa Ihre Schwester vergewaltigt hätte, würden Sie nicht lange fragen, naja, ist das jetzt zu vertretbar, dass der mitten in der Nacht rausgejagt wird? Ich spreche davon, dass wir eine Art unkontrollierte Zuwanderung haben. Das sind Menschen verschiedener Rassen und verschiedener Religionen. Die sind mir beide, also in der Kategorisierung gerade egal. Mir geht es darum, dass ich Politik für mein Volk mache, für meine Rasse. Und wenn ich das Gefühl habe, dass mein Volk oder meine Rasse in Gefahr gerät, dann wehre ich mich. Genau das ist der Punkt. Und damit, ich weiß noch nicht mal, wer Sie sind, das ist nämlich wieder ein sehr unhöflicher Akt von Ihnen gewesen, ist das Interview beendet. Schönen guten Tag. Und nehmen wir mal an, es gäbe irgendeinen bei dem Verstand, der das Ganze sieht und sagen würde, dass was die Gruppe da, die 10, 11, 12, 15, die irgendein Mädchen vergewaltigt haben, gemacht haben, das ist nicht anständig, das ist nicht richtig. Dagegen gehört wirklich etwas unternommen, dagegen wird etwas gesagt. Die Suche vergebens. Und dort, wo man sie findet, das ist in euren Redaktionsstuben. Und ihr habt euch ausgesucht, diese Statisten für eine Politik, die mit einer deutschen, einer anständigen, auf das Wohl unseres Volkes gerichteten Politik nichts zu tun hat. Ihr seid es, die als Brunnenvergifter auftreten. Als Brunnenvergifter gegen Menschen, die immer noch daran glauben, dass jedes Volk das Recht hat, zu überleben.
jedes Volk das Recht hat, frei nach seiner Fasson zu leben. Denn genau darüber unterhalten wir uns. Wenn ihr euch objektiv dem ganzen Thema genähert hättet, dann wäre euch aufgefallen, dass es regelmäßig Veranstaltungen gibt, auf denen wir darauf hinweisen, dass wenn diese Republik so weitermacht, weiter einen unbestoppten Zustrom Fremder in unser Volk irgendwie forciert, wenn das immer weiter vorkommt, wird es Leute geben, die sich darüber ärgern. Und die gehen irgendwann nicht mehr zu einer Wahl. Das sehen die jetzt schon. Kein Mensch glaubt mehr, dass ein Kreuz auf einem Zettel irgendwas hier verändern würde. Das glaubt niemand mehr. Dass ich ihm keine Träne nachweine, genauso wenig wie ich irgendeinem anderen Vertreter dieser Republik eine Träne nachweinen würde. Solange die Leute nicht Farbe bekennen und Gleiches wie Gleiches behandeln. Denn mal ganz ernsthaft, wäre der Herr Lübcke und seinesgleichen ja, auch nur einmal auf die Idee gekommen, bei einer Massenvergewaltigung oder sowas, so auf die Straße zu gehen, könnte ich irgendwo sagen, der Mann hat zumindest Prinzipien, er findet Gewalt schlecht. Hat er aber nicht. Nein, es ging mir einfach um. Ich weiß nicht, der einzige Mensch, der jetzt unbedingt sagt, er möchte über Morde reden, sind gerade Sie. Wollen wir über Morde reden, die von Gastarbeitern begangen worden sind? Ich gerade nicht. Ich rede von einer Art Ungleichbehandlung durch Medien. Und deswegen sind wir hier. Und das Interview war eben schon vorbei. Nennen Sie mir ein konkretes Beispiel. Als die Verfassung hergab, weil es nämlich von dem... All das, was hier passiert, ist Kasperletheater. Kasperletheater. Und genau das ist das Gefühl, was Menschen... wirklich machtlos und frustriert fühlen, vielleicht auch zu großen Taten führen. Das ist bedauerlich, weil ich glaube, dass all die Leute, die es verdient haben, in einer gerechten Ordnung auch vor Gericht gestellt werden, können und auch verurteilt werden. Verurteilt werden können für die Verbrechen, die sie gegen unser Volk zumindest nicht verhindert haben. Und ganz offensichtlich gibt es mehr als genug Leute, die auch ganz aktiv diese Umfolgungspolitik unterstützen. Für mich reicht das, um zu sagen, mit diesen Leuten möchte ich nichts gemein haben. Mit diesen Leuten gehöre ich in kein Parlament, weil ich mit diesen Leuten nichts zu diskutieren habe. Sie sind meine Feinde. Sie sind meine Feinde, weil sie meine Art bedrohen. Und eigentlich auch ihre. Das haben sie nur längst vergessen, weil sie sich angepasst haben. Und nach Macht und Geld streben und nicht mehr darüber nachdenken, was irgendwie nach ihnen kommen könnte. Denn schaut euch mal um, fahrt doch mal durch die Türke, diesen sogenannten Problemviertel, von denen die Polizei steht, behauptet, die haben alles unter Kontrolle. Einen Scheiß haben sie unter Kontrolle. Nichts von dem, was dort passiert. Nichts von dem. Denn das, was ihr auf der Straße seht, das ist die Speerspitze. Das ist nur der erste Eindruck. Das, was in den Häusern passiert, das, was wirklich in diesen Menschen vorgeht, das ist etwas ganz anderes. Etwas, mit dem niemand, der mit seiner gepanzerten Karosse hier durch die Städte fährt, überhaupt in Kontakt kommt. Wir als Menschen, ganz normal an diesem Leben teilnehmen, die in den gleichen Supermärkten einkaufen müssen, die in den gleichen Straßen leben müssen wie diese Leute. Wir merken das sehr wohl. Und wir lassen uns nicht so Opfer machen. Weder von euch, noch von irgendwem anderen. Dort, wo es wichtig ist, Farbe zu bekennen, gehen wir auf die Straße. In der Hoffnung, eine politische Lösung erarbeiten zu können. In der Hoffnung, Menschen durch Vernunft erreichen zu können. Können wir das nicht, dann weiß ich, was passieren wird. Und ganz sicher, auch wenn ich als Hochrisikoperson gelten werde, ich werde nicht der Erste sein, der schießt. Aber ich werde auch ganz sicher nicht derjenige sein, der sich einfach erschießen will. Das verspreche ich euch. Unabhängig davon, geht davon aus, der nationale Widerstand, ganz unabhängig von seiner Organisationsform, ob unorganisiert als Einzelaktivist, ob kleineren Gruppen oder in Parteien, die Zeit der Leinentreterei ist vorbei. Es gibt kein Wir haben noch Zeit. Die Punkte, die wichtig sind, die liegen vor uns. Wir werden nicht weggehen. Wir werden nicht wegschauen, sondern immer weiter den Finger in die Wunde legen. Heute in Kassel habt ihr das gesehen
Und wir wissen auch, was ihr morgen darüber in der Zeitung schreiben werdet. Aber es geht uns, ganz ehrlich gesagt, am Arsch vorbei. Denn das, was ihr tut, ist nichts anderes als eine Art Vasallentum für Leute, die längst die Bodenhaftung verloren haben. In diesem Sinne und immer den Glauben daran, dass die Volksgerichte wirklich irgendwann mal über Straftäter zu urteilen haben, eines Tages eingerichtet werden können und all die Verantwortlichen sich diesen Vorwürfen stellen müssen und sich dann auch verteidigen können. Ich sehe nur sehr wenig Argumente, die gerade für mich sprechen. Keine. Die Strafe wird kommen, allerdings nicht heimlich und von hinten. Sie wird kommen in Form der Gerechtigkeit, in Form eines gerechten Aktes des Volkes. In diesem Sinne, nicht für uns, alles für ein freies, nationales und sozialistisches Deutschland. Danke. Danke, Sven.